ist es ja unser... Nee, hey, Pleugen, was geht? Bilbox glücklich. Ich bin glücklich. Das liegt vermutlich an dir. Wir sollten nochmal abhängen. Ich muss dir was sagen. Kenji freut sich extrem. Vielleicht solltest du mit ihm nach der Schule abhängen und nichts anderes zu tun haben. Ja, ist okay. So, Gourmet King. Oh, perfektes Timing. Sag mal, es soll es vielleicht sein. Oh. Nur unentschlossen. Ja, verstehe. Ich wollte dir ein wundervolles Menü vorstellen. Wenn du deine Meinung änderst, findest du mich an unserem alten Treffpunkt. Oh. Ich muss los. Mittagessen wartet. Nur Zomi will dich mit Gourmet-Essen vertraut machen. Vielleicht solltest du zu ihm gehen. Ich werde zu ihm gehen, ganz ehrlich, sorry, aber ich finde ihn halt total unterhaltsam. Ich meine, klar, ist ja komplett klischeehaft, aber... Oh, eine Zwischensequenz. Gekkoukan Highschool Gang. What a workout. I've got to teach those freshmen how to clean up properly. Na, so ist das halt. Was ist jetzt los? So, I pretended to take a picture with my cell phone. She freaked out and started crying. Aha, bist du die Mobberin oder was? Like, it was the end of the world. You should have seen the look on her face. Die scheint ja sehr sympathisch zu sein, ne? It was priceless. Oh my god. Oh god. Oh, das ist, ihr seid so lustig, ihr beiden. Oh, oh. I've never laughed so hard in all my life. Hm, er scheint sehr ausgeglichene Persönlichkeiten zu sein. Oh Gott, ist so eine. They're making fun of someone? Don't they have anything better to do? Nee, scheinbar nicht. Die scheinen ein sehr einsames und trauriges Leben zu haben. Huh? Also, und jetzt? Where's that voice coming from? Ach, das klingt wie so ein Vibrator gerade irgendwie. Aber... What voice? I don't hear anything. Aha, also werden die jetzt auch besessen oder was, ne? Freunde der Brünette, ne? Die hat ein bisschen What's Angst. Wrong, Maki? Ja, kann es jetzt vielleicht sein, dass sie jetzt auch zum Endgegner werden hier? Ich weiß ja nicht. Kann ja sein, dass irgendwie die Schatten jetzt auch sie heimsuchen oder so. Maki? Oder sie wird selbst so, zum Zombie. Ne? Uh-huh. Ne. Are you okay? Sorry. What were we talking about? Tja. Hm. Oder es ist einfach ein Schlaganfall, kann auch sein. Kann ja auch passieren in dem Alter, ne? Ich meine. Oder? Kann das passieren? About time they left. Ja, alles kann passieren. I can't stand girls like that. Kann ich verstehen, Yukari. Ich unterstreiche das mal so. So, der Unterricht ist heute vorbei. Und wir wissen ganz genau, was wir jetzt tun. Auf geht's zum Gourmet King. Ich warte auf dich, Bleugen. Ich will dir was Schönes zeigen. Ein neues Gericht. Komm zu mir. Du hübscher Los. Warte auf dich. Einkaufszentrum. Da bin ich. Oh, bleiben cool. Perfektes Timing, weil wir was essen. Wir sind zwei hübschen, ne? Das war doch ein schönes Date, oder? Mein armer Magen weint schon ganz bitterlich. Nur Somi will anscheinend essen gehen. Willst du natürlich mich mit ihm an... Oh, wunderbar, mein Gourmet-Freund. Beginnen wir unser epikureisches Abenteuer. Ja, ich weiß auch schon wo. Nur Somi freut sich. Iwatodai, Einkaufsstraße, Ramenbar Hagakure. Gut, hier waren wir aber auch schon mal mit Kenji, ne? Das ist jetzt ja kein Geheimtipp, was du uns hier gibst, so. Im Restaurant wabert zäher Fischgeruch herum. Die Zeit verrinnt rasant, während du deine leckeren Ramen genießt. War das genug Vorspeisen? Ja, Kellner, heute mal zwei der üblichen Schüsseln. Eine davon bitte als extra große Portion. Der Typ, Alter, das ist so schlimm, ey. Ich liebe, aber irgendwie liebe ich es, ich weiß auch nicht. Nur Somi steckt dem Besitzer rasch etwas aus seiner Tasche zu. Ja, das sind meine Pillen, damit ich leben kann. Ich weiß, ich mag's ja nur. Die beiden leeren Schüsseln vor euch werden durch zwei volle ersetzt. Wie gesagt, durch den werde ich noch 20, 30 Kilo zunehmen. Ja, das sind Dan-Dan-Dan-Nudeln, ja. Das sind über drei Dans. Hast du einmal Dan erlebt, gibt es kein Zurück mehr. Oh. Das ist das Kronjuwel des Geheimnisses von Hagakure. Ich habe in dieser leicht scharfen Metersuppe immer einen Mikrokosmos der göttlichen Schöpfung selbst gesehen. Oh ja. Hey, der Typ macht mir Angst, ey. Du probierst die Dan-Dan-Dan-Suppe. Nudeln, ja. Oh, der Geschmack löscht alle Sorgen aus.
Ja, aber trotzdem hänge ich immer noch mit dem Typen rum. Also, ich will's nur sagen, diese Sorge bleibt trotzdem bestehen. Du kennst das Geheime nicht doch, oder? Ich weiß nicht, wie ihr glauben, dass die Gäste davon mitbekommen. Aber sei es drum. Es steht nur, dass die besten Gerichte vor den ganz normalen Leuten verborgen bleiben. Damit ich mehr zu fressen hab. Kellner, denk dran, mit den anderen Schüsseln zu warten. Ich will die Suppe mit nach Hause nehmen. Du und ich sind die einzigen Menschen, die dieses himmlische Geschmackserlebnis kennen. Ohoho. Denk dran, die Nudeln anzupusten, damit dir etwas abkühlt. Das verbrennt dir als Hunger, da sind deine ganzen Geschmacksnerven im Arsch. Nozomi gibt sich zuvorkommt. Eure Beziehung ist jetzt stärker. Ach ja, Pleugen hat doch die besten Freunde, oder? Gourmetkönig, Rang 3. Der Social Link. Mond. Also, es hat mir auch gefallen, Mond scheint generell über komische Typen zu sein, ne? Also, hier haben wir einen Gourmetkönig, Nozomi. In Teil 5 hatten wir hier, wie ist er? Na, auch hier unser komischer. Wie hieß er denn? Du weißt ja nicht meine. Nicht Makoto, nicht Quatsch. Makoto ist ja. Kann mich schon nicht mal an den Namen erinnern, du weißt auch, wen ich meine, ne? Es ist ein Privileg, dass du mich kennenlernen durfst. Sei froh, ne? So ein sexy Dude wie mich siehst du kein zweites Mal. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir Brüder wären. Denn der Bruder des Gourmet-Königs kann keiner werden. Also, verstehen wir uns? Wenn ich dich frage, wer ich bin, was wäre deine Antwort, eh? Du kannst auch gerne sagen, dein Lover. Das nehme ich auch an. Du bist Nozomi. Nein, du bist der Gourmet-König. Oh, nicht doch. Oh, eigentlich bin ich ja sehr bescheiden. Also, willst du was von meinem Ei? Das ist noch gut. Ja, ja, du verstehst, was ich meine. Nozomi wirkt sehr glücklich. Oh je, ich muss endlich essen, bevor die Nudeln total zermatschen. Jetzt ist Schluss mit dem Gerät, der hat gefressen. Ach, Kellner, ich will die Suppe aus der letzten Schüssel mitnehmen. Tu sie doch bitte in dein Behältnis. Alter, das ist. Das scheint eigentlich auch gut. Ich meine, so als Ramenbarbesitzer ist so ein Kunde wahrscheinlich ein Geschenk, ne? Der schön alles, die ganze Karte leer kauft, jeden Tag mindestens dreimal. Nachdem du die Ramen mit Nozomi verspeist hast, gehst du zurück ins Wohnheim. Oh, hey! Oh, hey. So. Guck mal, was machen wir jetzt Feines? Uns geht es gut oder schlecht? Nur gut. Wir warten auf jeden Fall noch, bis es uns sehr gut geht, ne? Also hervorragend. Du fühlst dich normal. Jetzt ging es ein bisschen. Aber trotzdem nur normal. Ja, die anderen da, gut. Das heißt, wir gehen jetzt wieder auf unser Zimmer. Schlafen uns aus. Und dann sollten wir den nächsten Tag wieder ins Tartarus gehen können. Ja, das wird wirklich auf den 6. hinauslaufen. Du kommst Unterhaltung mit. Ey, schon gehört? Die Elfklässlerin. Oh ja, die heute Morgen auf dem Boden lag, nicht? Hoffentlich ist sie einfach nur von zu Hause ausgebüxt. Aber ich glaube, dass das der Beginn von was Großem ist. Ja, es könnte Reporter und Kamerateams aus. Es könnten Reporter und Kamerateams aufkreuzen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Die erste Glocke hat geläutet. Naja, so. Mal sehen, jetzt wieder unser. Did you hear about that girl in 2E? Aber jetzt scheinen wir wirklich so ein bisschen einen Storyabschnitt zu bekommen, ne? Interessant. Yeah, they haven't got a clue. Okay, was ist denn jetzt los? Alle reden über ein bestimmtes Gerücht. Aha. Man, can you believe these people? Ja, was ist denn los? So, did you hear the details? Nein. Interessiert mich nicht. Ja, interessiert mich schon. Sehr schön, dass jetzt mal ein bisschen Story-Plot kommt. Deswegen will ich schon mal wissen, was passiert ist. Well, a girl from 2E went missing last night. Aha. Und lass mich raten, die taucht bestimmt in irgendeiner Form zur hier Dark Hour auf, ne? Hört man mich eigentlich noch, oder? This morning they found her lying on the ground in front of the school gate. Okay, sie ist wieder da. Gut, ich nehm's zurück. Nobody knows what happened.
and supposedly she's still unconscious. Okay, interessant. Heißt wahrscheinlich, wir müssen irgendwie was in der Dark Hour machen, damit sie wieder Bewusstsein erlangt, ne? Morning. Hallöchen. Yo, Yucatan. This is a tough case, even for Junpei Iori, Ace Detective. Ja. Ace Detective? Lass dich nicht mal den anlabern, Yukari. Are you stupid or something? Ist das eine Frage oder ist das einfach nur eine Aussage? Also ich glaube, das kann man so unterstreichen, oder nicht? More like stupid, Ace Defective. Geil, das nehme ich als Folgentitel. Dumpey, meisterlich debil, das war's, ja. Ach, Yukari, wirklich, du hältst meinen Tag auf. Dankeschön dafür. Hey, I resent that. Anyway, where have you been? I was talking to the teacher. Hey, sie muss sich doch nicht immer vor dir rechtfertigen, oder? That girl they found? I saw her yesterday on my way back from practice. Ach, das war aber schon einer von den beiden Tussis da, ne? She seemed okay then. Oder nee. Whoa. Ja, doch, eigentlich schon. Ich meine, sie hat doch diese Stimmen gehört, ne? Now that's really strange. Naja, wir gucken mal. Nach der Schule. Der Unterricht ist für heute vorbei. Oh, Kenji ist auch nicht da. Tja, einmal zu viel speichern als einmal zu wenig. Passt schon. So. Uns geht's großartig. Jetzt will ich mal gucken, wie der Status bei den anderen ist. Großartig, gut. Krank. Ja gut, da können wir noch nicht. Wenn der krank ist. Warum ist denn der krank, Junge? Weil ich brauche den, ne? Es ist trotzdem, ich werde den brauchen für den Kampf im Tartarus. Ich denke mal, krank ist jetzt auch kein guter Status, ne? Das wird auch einen negativen Effekt haben. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Paulina-Zentrum und werden jetzt uns mal. Haben wir uns ganz aktuell ausgerüstet? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, wir können wieder mit Nozomi abhängen. Das machen wir auf jeden Fall. Aber erstmal gucken hier. I never felt like. So. Ich habe nicht viel, du solltest aber finden, was du brauchst. Kugelsicheres Hemd. Nee, ja. Ich glaube, ich habe alle ganz gut ausgerüstet, oder? Ja. Akiko Smoking, naja, aber 100.000, das ist. Come on. Also, als ob ich da 100.000 ausgehe. Nee, ich habe echt alles auf dem aktuellen Stand, kann das sein? Ja, gut. Ein Säbel könnte ich mir kaufen. Ja, komm, Blöcken kaufen wir mal hier. Den Säbel passt schon. Warum hat der so eine scheiß Waffe eigentlich? Ja, rüst aus. Ist okay. Ist okay. Zubehör, irgendwas. So, jetzt hier, guck mal. Das sind doch schöne Sachen. Erhöht die maximale TP. Also wir machen auf jeden Fall TP. Gebetskerl. Geringe Chance auf Auferstehen. Bei Tod durch Dunkelheit. Keine Ahnung, was das bedeutet. Auf Alter bei Tod durch Licht. Ja, das ist so speziell. Das ist so situationsabhängig. Windarmschienen erhöht Windschaden. Feuerschaden, Glück, Agilität, Ausdauer, Magie, Kraft. Oh, das ist gut. Okay, wir werden Folgendes machen. Ich glaube, was ganz sinnvoll ist, ist. Ich meine, wir müssen eben ein bisschen was verkaufen. Passt schon. Lebensring geben wir Pleugen. Hat er mehr Trefferpunkte? Passt. Er muss ja auch ein bisschen mehr aushalten, weil wenn er tot ist, ist ja das Spiel vorbei. Und den anderen geben wir jeweils den Schaden, den Elementarschaden, den die machen, würde ich sagen. Machen wir das. So, Lebensring. Yukari war Windschaden. So. Das ist eine sinnvolle Investition. So, Elektroschaden, Eisschaden haben wir nicht. Elektroschaden war Dings hier. Ja, warte mal, ey, da müssen wir, das war Akihiko, war Elektroschaden. Sonnenschaden. So. Feuerschaden, hier Junpei war Feuerschaden, richtig? Ja, ich glaube schon. Da verkaufen wir noch ein bisschen Zeug.
Squad-Chat können wir weghauen. Brauchen wir noch nicht. Gladius haben wir auch einmal weg. Jetzt eh bist du eigentlich müssen wir. Weißt du, was wir verkaufen werden? Ist ein Mist, den brauchen wir nicht. Ja, jetzt ja. Bis auf 7500, so. Also, Zubehör kaufen. Junpei Iori. Feuer. So, hoffen wir mal, dass das jetzt wirklich einen Unterschied macht. Das finde ich alles ein bisschen sinnlos, solche Sachen wie, naja gut, erhöht Magie um 1, das ist halt, das wird fast nichts, oder? Gut, wir müssen wieder eh noch warten wegen unserem Ding. Weg das Timing. Willst du abhängen? Wunderbar, mein Gummifreund, ja, ja. Los geht's. Iwatodai, Einkaufsstraße, Wakatsu Restaurant. Du hast etwas Zeit mit Nozomi verbracht und es gleich bereut. Und beim Essen flogen die Stunden nur so dahin. Ja, ja, ich hatte mir ein paar und dann noch ein oder zwei Tonkatsu-Sandwich essen. Ja, oh ja. Dann Trudan-Sandwich, eine Tüte Chips, ein halbes BLT, aber ich habe immer noch Hunger. Ich muss mein Reis essen. Reis ist gesund, verstehst du? Findest du, dass das zu viele Kohlenhydrate sind? Es lohnt sich auch, das Essverhalten zu achten, so wie ich. Das Kids muss auch so ein Stahlbuddy bekommen wie ich. Heute hat mich ein Mädchen aus meiner Klasse gefragt, wer der hübsche Typ ist, mit dem ich gegessen habe. Ich glaube, sie hat mich mit dir verwechselt, weil ich bin der Hübschere von uns beiden. Das sieht man doch, oder? Sie wollte wohl, dass ich euch bekannt mache, damit ihr zusammen essen könnt. Ohne mich. Du bist wohl sowas wie mein kleiner Bruder. Der Typ, der alle Mädchen abkriegt, habe ich recht. Oh, verstehe ich gar nicht. Naja, wenn wir alle tot sind, bleiben nur Knochen von uns übrig. Dann kann man hübsch von hässlich nicht unterscheiden. Boah, das ist eine wunderbare, gesunde Lebenseinstellung, wirklich. Also, meine Güte, was ist denn da los, ey? Ja, immer wenn ich mir deswegen Gedanken mache, kriege ich Hunger. Hey Keller, ich hätte gerne noch einen Tonkatsu-Special. Wusstest du, dass ich Dichter bin? Naja, ich sag doch, ne, wer gut isst, der gut denkt. Lass mich fix ein Senryo-Gedicht schreiben, bis das Essen kommt. Was war's? Haben wir eine Serviette? Haben wir einen Kuli? Ja, los geht's. Speck mundet köstlich. Aber in der hellen Sonne schmelzt sich dahin. Ja. Oh Gott, Magnus. Gottes. Ich kann den Typen einfach nicht ernst nehmen. Magnotfall. Oh. Das ist ja Räuschlatz-Ohr noch, ey. Oh, das war scharf. Ich hab's auf die Schüssel geschafft. Also, ich hab's fast nicht geschafft. So, wie sieht blass aus, Alter. Mit, was für Typen hänge ich hier rum, ey, wirklich. Oh, du bist krank. Ja, ist in Ordnung, keine Sorge. Das ist nur Morbus Kroll. Nur so, mir ist zufrieden. Das ist wohl ganz normal. Wie alles, bis auf mein Gewicht. Das ist perfekt. Das waren wohl etwas zu viele Infos, wenn ich weiß. Normalerweise bin ich nicht so rüpelhaft. Ich bin immer ganz nett und rülpst und furzt und schmatzt nicht die ganze Zeit, ne? Tut mir leid. Komm mir wieder vor. Ich hab nur nachgedacht. Ja, ja. Nozomi scheint sich in deiner Gegenwart wohl zu fühlen. Ich sollte mir auch Gedanken machen, wenn ich mich in Nozomis Gegenwart wohlfühle. Muss ich jetzt mal ganz direkt zu sagen, ne? Eure Beziehung ist jetzt stärker. Eieieiei. Rang 4. Naja. Der Social Link Rang 4. So, ab jetzt zurück zum Essen. Ja, wer gut isst, der gut schisst, verstehst du? Wenn du tot bist, kannst du nicht mehr essen. Also esse ich jetzt noch viel, wie ich kann. Dann sterbe ich nicht so früh, verstehst du? Ja, genau wie mein kleiner Bruder. Nachdem du Nozomi zu Ende gegessen hast, gehst du zurück ins Wohnheim und hinterfragst dein Leben. Oh, hey. Hey. Hast du das Gerücht gehört, das in der Schule umgeht? Ist bloß eine Geistergeschichte. Schüler können echt kindisch sein. Jedenfalls geht es mir nicht so gut. Ich kann also heute nichts in den Tartarus. Sorry. Ich werde nur ein wenig fernsehen, dann ab ins Bett. Ich weiß, hab's ja mitbekommen. Ja, das Problem ist jetzt einfach, wenn wir jetzt arbeiten gehen. Ich meine, ich speichere mal. Heißt Arbeit gleich, dass wir... Weißt du was, wir gehen nicht arbeiten. Wir werden mal die Nacht durchlernen. Aber bin ich dann total erschöpft oder... Ich weiß es gar nicht. Ich probier's einfach mal. Ein bisschen lernen kann er nicht schaden, oder? Stehen zu lernen. So, lalala. Wissen hat sich erhöht.
Du fühlst dich müde, hast dir noch gelernt. Dein Zustand ist nicht länger optimal. Ja. Heute ist keine Schule. Ja, aber jetzt den Abend verschwenden wollte ich auch nicht. Da gehe ich halt nochmal aufs Klo, da geht's mir wieder gut. Dein Handy klingelt. Hey, Yuko hier. Können wir uns kurz unterhalten? Ja. Hast du heute Zeit? Lass uns was zusammen unternehmen. Was willst du tun? Ja, offensichtlich annehmen. Warum nicht? Okay, gut, dann sehen wir uns später. Yuko ist begeistert. Ja, dann gehen wir halt den nächsten Tag. Das ist auch real, oder? Also, Hauptsache, wir schaffen das noch zum 6. Iwa Todai Einkaufsstraße. Ah, wir sehen uns zwar täglich in der Schule, aber es ist trotzdem schön, so Zeit mit dir zu verbringen. Yuko mustert dich. Ah, du hast einen guten Klamottengeschmack, Pleugen. Mhm. Cass trägt immer ein Trikot, selbst wenn er gerade nicht trainiert. Aber du bist gut gekleidet, das gefällt mir. Yuko sieht heute etwas anders aus. Wie findest du meinen Look? Ja, also gleich komplett übergriffig. Du siehst sexy aus, du siehst niedlich aus, du siehst smart aus. Ja gut, dass sie, ich meine, smart, darauf wird sie nicht reagieren. Sie sagt ja, oh, ich hasse Literatur, ey, voll scheiße, ey, Bücher und so, was ist das? Weißt du, du siehst niedlich aus, nehmen wir mal das. Ich glaube, das ist die erste Person, die auf sowas reagiert, oder? Niedlich, was? Sagt man sowas nicht zu Kindern? Tja, ich verbot das mal als Kompliment. Yuko wirkt amüsiert. Du hast etwas Neues, ja gut, war jetzt nicht total Katastrophe. Heute hast du etwas Neues über sie erfahren. Es war schon dunkel draußen und wir sind zurück ins Wohnheim. Naja, so jetzt. So ist es halt. Hallöchen. So, wie sieht's aus? Geht's euch allen gut? Status. Gut, gut, gut. Ich meine, wollen wir reingehen gut oder wollen wir noch einen Tag warten? Was sagst du, Precent? Ja klar, geh rein. Ja, ist wahrscheinlich auch besser, ne? Ich meine, wir müssen halt die Zeit auch so sinnvoll nutzen wie möglich. Fühlt sich normal. Gut, die speichert habe ich. Du weißt von dem Computer hinter dem Schalter, oder? Die Schule lässt uns Updates schicken, wie es hier im Wohnheim läuft. Siehst du, das macht Mitsuru da gerade eben. Ja, ich will ins Dings. Der Tartarus wirkt heute instabil. Okay, dann lassen wir's. Es können sich mehr Unfälle als sonst ereignen. Sei auf der Hut, dann nicht. Also, dann lassen wir's. Dann pennen wir jetzt nochmal den Abend aus. Und dann gehen wir nächsten Tag rein. Komm, wir gehen schlafen. Komm. Ist okay. Es geht dir besser. Gut. Guten Morgen. Irgendwie herrscht eine unruhige Atmosphäre. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, ich finde das auch. Wir wissen mittlerweile, hier ist die Kacke am Dampfen scheinbar, ne? Ich hoffe nur, das hat nichts mit den Schatten zu tun. Akihiko meinte, wir bekommen einen neuen, aber wir können jederzeit angegriffen werden. Also immer schön aufpassen. Ich werde drauf achten. Keine Sorge. Endlich Zeit fürs Fressen. So, da kommt jetzt... Oh, ich bin total ausgehört. Glaube, ich probiere heute mal was ausgefallen ist. Gemüse oder wie das heißt. Das ganze ekelhafte Grünzeug. Hast du Lust mitzukommen? Klar. Du erwirkst mal wieder Einkaufszentrum. Vertrau mir, du wirst es nicht bereuen. Ja, aber zuerst muss ich zur Snackbar. Ich erstmal so ein bisschen aufwärmen. Nozomi ist nervös. Vielleicht solltest du ihn nach der Schule im Paulina Einkaufszentrum aufsuchen. Klar. Die Mittagspause ist fast vorbei, du gehst zurück in das Klassenzimmer. Das ist schon witzig hier. Unterricht ist heute vorbei. Gut, dann wäre mal. Das ist eine sehr Nozomi-lastige Folge, aber ich finde es cool. Wie gesagt, ich mag den irgendwie auf eine ganz morbide Art und Weise, ich weiß auch nicht. Obwohl es irgendwie schwer ist, eben irgendwie so dieses Dramatische da abzunehmen, von wegen, ja, ich bin dick und ich werde nicht so wahrgenommen von allen und bla bla bla. Wenn er die ganze Zeit rumschmatzt, rumputzt und Durchfall hat durchgehend, weißt du, also da ist das ein bisschen schwierig, aber naja. Gut, Einkaufszentrum. Oh Gott, oh, Rollenkuchen. Perfektes Timing. Ja. Wunderbar, mein Gourmet-Freundin, wir beginnen wir seine Kurse am Abend. Mach schneller bleiben, ich verhungere hier. Schnell! Ja, diese schrille Stimme würde ich überall wieder erkennen.
Du solltest nicht so laut reden. Deine Stimme würde ich auch blind aus der größten Menschenmenge raushören. Und dich sieht man auch aus der größten Menschenmenge raus. Ich kann meine Zeit nicht so wie ihr Schüler verplempern. Machen wir es daher kurz und schmerzlos. Mein Sohn hat dir etwas Geld gegeben, mit dem er seinen Tutor bezahlen sollte. Ich bin diese Sache leider, so lass uns rein Tisch machen und dann vergessen wir, dass das je passiert ist, klar? Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Ich habe meinen Sohn aufgefressen, okay? Dein Sohn hat sich im Park versteckt, weil er den Tutor hasst. Deswegen habe ich ihm den richtigen Weg gezeigt. Du solltest mir danken, dass ich ihn gerettet habe. Alle sollten mir danken. Nicht wahr, Bleugen? Ja, das stimmt, wenn du das sagst, natürlich. Siehst du? So Bleugen sieht das auch so. Und Bleugen hat ja die Wahrheitsmacht, versteht das? Nur so bin ich zufrieden. Du bist ja so ruhig heute. Was ist los? Warum verkriechst du dich nicht hinter deinem Freund wie beim letzten Mal? Siehst du? Du verstehst die Gefühle deines Sohnes und deshalb nicht, weil du nichts wirklich verstehst, so wie ich. Ja, das sage ich nicht, nur ich. Nein, Pleugen denkt er genauso, richtig? Er scheint mir zu vertrauen und witzig, dass er sich immer auf mich bezieht, ja. Hey, was ist jetzt? Was ging jetzt ab? Also jetzt mal, was habe ich jetzt faktisch gemacht? Ich habe gesagt, ja, das stimmt, ich stimme dir deinem Wahn zu. Und das war's. Okay, aber schön, wenn er mir vertraut. Ich weiß zwar gar nicht, was abgeht, aber Social Link Stufe 5. Ich würde dir ja vergeben, aber du kommst so nie ins Paradies. Leuten wie meinen toten Bruder oder dir wird der Zutritt zu diesem Heiligtum verwehrt. Nee, sagt jetzt, Entschuldigung, unser Dicker hier. Bei deinem Gewäsch bekomme ich Kopfschmerzen. Mein Sohn ist nur Grundschüler, aber trotzdem hast du ihm das Geld abgenommen. Das ist schockierend. Deine Eltern tun mir leid. Ich würde mir arge Gedanken machen, wenn mein Sohn von dem Kult genauso eingelullt würde wie du. Was soll das bitte bedeuten? Ich bin nicht dumm. Du bist auch nicht anders als der Rest. Du glaubst auch, dass ich anstatt meines Bruders tot sein sollte, nicht wahr? Was geht hier ab, Alter? Das ist ja auch Teil von einem Kult, oder was? Aber ich bin nicht tot. Ich bin auch nicht so klug oder nett wie er. Find dich damit ab, hä? Nur so mir greift das Hemd des Mannes, Alter. Junge. Ach, verdammtes Spike, du hast echt Probleme. Wenn du nicht zugibst, was du getan hast, dann verschwende ich nur Zeit. Ich kann das auch anders lösen. Alter, ich glaube, wir sollten echt langsam unsere Kontakte überdenken, oder? Also, es wird nicht besser. Der Mann reißt sich von Nozomi los. Sieh dich besser vor, Kind. Wenn du dich noch lange mit dem Fettsack abgibst, haut er dich auch noch übers Ohr. Wieso? Ist doch ein schöner, stabiler Kontakt. Haha. Mir egal, was du tust. Ich bin nur froh, dass ich meinen Sohn rechtzeitig aus seinen Klauen befreien konnte. Viel Glück. Solche Entschuldigung muss ich mir nicht gefallen lassen. Komm bloß nicht wieder. Wir haben gewonnen. Wir haben den Kerl vertrieben. Du bist ein guter Freund und ich das respektiere ich, ne? Das Zusammentreffen hat mich daran erinnert, wie hungrig ich bin. Los, such mir was zu essen. Ein paar Seelen wollen wir auflutschen. Nachdem du mit nur Summe gegessen hast, gehst du zurück ins Wohnzimmer. Was geht hier ab?